muss irgendwie die Hocke und irgendwie so hoch. Nein, das haben wir nicht. Okay, ich glaube, irgendeine Taste gedrückt halte. Nein, hier die haben wir nicht. Ich glaube mit X. Okay, ich hab gleich. Ich muss nur kurz die Technik wieder lernen. Oder? Genau, ich weiß glaube, wie es geht. Nicht die Sprungtaste nehme, sondern quasi in die Hocke. Wenn wir das packe. Gucke und irgendwie nicht. Nee, das haben wir nicht. Muss kurz noch mal gucken, wie wir jetzt hier hochkommen. Oder ich guck mal. Ich weiß, glaube ich, wie. Moment. Verdammt. Ich komme hier so nicht so. Okay, probiere mal die andere Taste aus. Hier geht das ja. So. Yes. Ich weiß die Technik wieder. Ich muss da für X und 30 klicken. Sollte ich mir mal merken. Euer kleines Kartenhaus stürzt zusammen im Idio. Ein kleiner Rückschlag. Das hält uns nicht auf. Dieser arme, irre Antonio und seine Diebe. Vergesst sie. Es ist der Assassine, um den ihr euch sorgen solltet. Warum? Ist er in Venedig? Er ist schon seit Wochen hier. Wie konnte er so blind sein? Anders als ihr hatte ich zu tun. Irgendjemand muss doch die Waffen an unsere Brüder in Florenz liefern. Ja, wir haben gesehen, was dabei herauskommt. Genug der Spitzen. Was genau wollt ihr, Karl? Der Meister wollte ein Treffen einberufen. In drei Tagen bei Santo Stefano. Sehr gut. Ich bin da. Auf ihn. Ja, los geht's. Wenn ihr einen Rat wollt, wartet an einem weniger auffälligen Ort. Seta ist nicht sicher. Seta ist eine Festung. Wenn ihr das sagt, lebt wohl in Medio. Katzo, was wenn er recht hat? Du, ruf mir mein Boot. Es kann nicht weit sein. Wenn es kommt, ladet die Kiste auf. Glaubst du, du bist schneller als wir? Wenn Carlo recht hat, lass ich mir ein Versteck. Nur bis zum Treffen. Erledigen wir den Assassinen. Er arbeitet mit Antonio zusammen. Das heißt, die anderen. Oh nein. Ich habe zu hart dafür gearbeitet. So, erledigt. Hier da auch noch. Wache! Wache! Komm. Los geht's. Der haben wir fast. Ich
So, müssen irgendwo hier hin. Du darfst nicht hier oben sein. Eccolo, bist du die Mörder? Wo ist er? Da ist er! So, und der wäre erledigt. Wir haben uns hier gepackt. Habt keine Angst. Ich spüre keine Angst. Nur Bedauern. Ich wollte Einheit. Stabilität. Ordnung. Aber der Preis war zu hoch. Fortschritt erfordert Opfer. Ich tue das hier nicht gerne, doch es gibt keinen anderen Weg. Requiescat in pace. Verzeiht, wir konnten nicht widerstehen. Kommt, öffnen wir das Tor für Antonio. Setta ist gefallen und Emilio Geschichte. Das verdanken wir euch, Ezio. Geht, holt Emilios Banner ein. Bringt zurück, was er dem Volk gestohlen hat. Sagt mir, Ezio, wie kann ich euch für eure Hilfe entlohnen? Geld ist nie verkehrt. Das ist einfach. Was noch? Emilio traf sich mit einem Mann namens Carlo. Er sah aus wie ein Würdenträger. Kennt ihr ihn? Carlo Grimaldi. Er sitzt im Rat der Zehn. Warum fragt ihr? Was habt ihr vor? Ich muss einem Treffen beiwohnen. So, die wäre gepackt. Eine Trophäe. Ich glaube, wir kommen jetzt wieder aus der Animus raus. Yeah, wird mal richtig geil. Oder es wird einfach eine neue Umgebung geladen. Man kann ja auch selber aus Animus rausgehen. Ich guck mal, wie das geht. Ich guck mal hier. Das wäre nur die Karte, aber man kann Animus auf jeden Fall auch verlassen. Dann kann man noch was gucken. Wer auffällt? Wow. Hier nur beendet.